So, dann willkommen zurück zu Let's Play Portal 2. Letztes Mal sind wir hier stehen geblieben, unser Meisterhacker weiß auch nicht mehr weiter. Wir können ja einfach mal diesen Knopf drücken und sehen, was passiert. Nein, nicht! Der weiß, was die Taste Tja, wer ist hier der Meisterhacker? Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Der Alarm. Locker bleiben. Kein Problem. Was vergessen. Ruh dich doch aus, während ich daran arbeite. Na gut. So, machen wir erstmal da hinten ein Portal hin. Das Schwierigste beim Hacken ist immer die, wie soll ich anfangen? Also, fangen wir an. Fangen wir mal an. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Oh, bitte. Okay, machen wir mal weiter. Es wird immer weniger. Mach weiter. Es hat geklappt! Nervengift bei 0%! Ja! So schön! Und jetzt? Ich glaube, wir haben ein Problem. Der Druck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Gefährlich untödlich. Okay. Das Tor ist kaputt! Wir können direkt zu ihr durch! Okay, dann gehen wir mal zu ihr durch. Dann auf zu GLaDOS! Darauf wir lange gewartet haben. Jetzt kommt der Endkampf. Oder auch nicht. Oder auch doch. Naja, mal sehen, was passiert. Ich habe hier noch so eine Packung Chips stehen, aber ich verkneife die mir jetzt, weil das gibt immer so ekelhafte Geräusche. Und da regt sich immer so einer drüber auf. So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Sieht schon... Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren war alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Hey, Wheatley! Falsche Richtung! Geh zu ihr, ich komme nach! Okay, dann... Auf zu der Tante. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl dabei. Naja. Dann noch einmal stärken, tief durchatmen. Puh. Sollen wir mal runterspringen? Sieht irgendwie tief aus. Egal. Ups, mal hier ein Portal hin. Oh, GLaDOS Emergency Shutdown, yeah! Uns gibt Kuchen. Sehr schön. Nur holt unseren Kuchen ab. Ups. Ich dachte wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Oh nein. Eine Falle. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Das war voll gemein. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck an einem Seil von der Decke hängen lassen. Oh oh. Ich will da nicht runter. Das war wirklich reizend. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Aber im Ernst, mach's gut. Ich war's nicht. Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich du wäre, würde ich jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Okay. Ich glaube, da kommt was angerollt. Hallo? Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam. Ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut.
Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich. Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst... Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern. Bereit für den Transfervorgang? Jawoll! Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein! Oh ja! Nein! Pad entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja! Hol mich raus! Auslandpad-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pad-Auflösungstaste zu drücken. Hol mich raus! Lass mich drin! Drück einfach drauf! Tu es nicht! Ja, los, mach es! Drück nicht den Knopf, du Mann. Nicht so schnell. Denk darüber nach. Oh nein, nur autorisierte Personen nicht. Dürfen diesen Knopf drücken. Du also bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Aber du hast etwas viel Wichtigeres, nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Also, ja, das stimmt zum Teil. Aber falsch ist, während ich dich abgelenkt habe, haben wir den Knopf gedrückt. Nutze den Moment der Verwirrung und drück auf den Knopf. So, sollen wir draufdrücken oder sollen wir noch ein bisschen reden lassen? Der hat noch ein paar lustige Sprüche. Habe ich dir jemals gesagt, was ich an dir ganz besonders schätze? Also als erstes deine Lösungskompetenz. Ich liebe es, wie du Probleme löst, besonders in Diskussionen. Und zweitens, wie du Knöpfe drückst. Die beiden Sachen mag ich so an dir. Deine unnachahmliche Art, Knöpfe zu drücken und deine Überzeugungskraft in Diskussionen. Na egal, komm ich drauf. Hat gelöst. Warte, und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Tschüss, Wheatley. Hände weg von mir. Nein, stopp, nein! Nein, nein! Sowas von. Oh, ja, der Fahrstuhl. Den rufe ich jetzt. Fahrstuhl, komm! Wie klein du doch aussiehst da unten. Ich kann dich kaum erkennen. So unwichtig und bedeutungslos. Moment, da fällt mir was ein. Wie soll ich denn da reinkommen? So riesig wie ich bin. Tja, das muss man überlegen müssen. Du steigst in den Fahrstuhl und ich schleudere mich aus meinem neuen Körper in den Fahrstuhl, wenn du an mir vorbeikommst. Genial. Sowas. Perfekt! Von. Das Problem sind dann nur die rumfliegenden Glasscherben. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool! Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie! You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Ich habe ein sehr ungutes Gefühl. Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Wheatley hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Reiz sind doch nicht noch mehr. Was glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst nicht nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Wer ist der Boss, hm? Das bin ich. Ah! Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin. Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Nerv festgesetzt und einen endlos starken Dummerideen erzeugt.
Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Rasse der aus. Na, was sagst du jetzt? Wer ist denn der Schwachkopf? Könnte ein Schwachkopf dich in diese Grube treten? Oh, ich bin dein Freund. Ja, das war's jetzt davon. So, dann machen wir jetzt mal einen kurzen Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.